Jesus liebt dich. Ist das nicht die beste, die wunderbarste Botschaft, die wir heute in diese Welt hinaus sagen dürfen? Was sind wir für privilegierte Menschen, dass wir anderen sagen können, es gibt jemand, der dich wirklich liebt. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Bevor es heißen kann, all for Jesus, möchte ich darauf hinweisen, dass es eigentlich darum geht, dass Jesus alles für dich und mich gegeben hat. Und ihr Lieben, haben nicht unsere Mitmenschen das Recht, auch diese Botschaft zu vernehmen? Ich merke hier, bei allem geht es nicht darum, dass wir Profis werden. Ich möchte sagen, es geht um dein Herz und mein Herz. Ist dein Herz bewegt, gefüllt mit der Liebe von Jesus, die er dir erwiesen hat, die er mir erwiesen hat? Und das genau ist die Motivation. Es ist nicht der Druck, es ist nicht das, dass ich müsste etwas tun für Gott. Nein. Aber weil mich Gott so geliebt hat, habe ich ein richtiges Verlangen, ein echtes Verlangen, diese Liebe auch weiterzugeben.